Hallo und herzlich willkommen bei Crystal's Delicious. Heute dreht und wendet sich alles in meinem Video rund um die White Lady. Die White Lady wird im Katalog auch als großer runder Stein bezeichnet. Und das stimmt auch, sie ist wirklich mega groß. Ich messe jetzt mal gerade für euch ab, damit ihr, falls ihr Interesse habt, gucken könnt, ob die überhaupt in euren Backofen reinpasst. Und die Außenmaße mit den Griffen sind 44 cm. Das Innenmaß so ungefähr 37 cm. Und außerdem hat die auch noch ein Maß von so ungefähr 2 cm Rand. Und das macht die zu meinem neuen Liebling, muss ich sagen. Die White Lady besteht wie die andere Stoneware auch aus weißem reinen Stein in der Mitte, ist von außen hier, aber nur von außen, weiß glasiert, die Griffe sind glasiert, die ermöglichen uns ein feines also ein einfacheres Herausheben aus dem Backofen und wie gesagt, sie besteht aus weißem Stein rundherum, das bedeutet, der Boden ist auch ist auch unglasiert. Also auf unserer White Lady wird nicht nur Flammkuchen und Pizza phänomenal, vor allen Dingen Pizza, muss ich euch sagen. Da könnt ihr nämlich den Rand immer so ein bisschen weiter drüber ziehen mit dem Teigroller und könnt da quasi noch so einen kleinen Käserand machen und macht dann quasi so eine ganz leckere Crusty Cheese Pizza. Und durch das Zuschneiden von Dreiecken mit unserem Pizzarädchen kriegt ihr dann so richtig tolle, große Pizzastückchen wie vom Italiener hin. Und ich finde das, also das allein hat mich schon total begeistert, aber nicht nur dafür eignet sich die runde Stoneware hier perfekt, sondern durch den Rand könnt ihr auch so Gerichte machen wie Frikadellen, Bratwürstchen, Hähnchenschenkel und sowas. Also alles da, wo quasi immer so ein bisschen Garflüssigkeit austritt oder sogar wenn ihr irgendwas habt mit einem kleinen Süßchen, könnt ihr auch perfekt hier vorbereiten. Durch diesen kleinen Rand habt ihr dann keine Sorge, dass irgendwas in euren Garraum austritt. Und falls ihr euch jetzt denkt, der Stein ist viel zu groß für euch, also ich muss ehrlich sagen, wir sind zu zweit und wenn ich koche und irgendwas vorbereite, dann ist es eigentlich immer genau richtig von der Menge. Es reicht immer für uns zum Essen und falls was übrig bleibt, was auch wirklich selten vorkommt, aber dann packe ich das alles ein und lasse es für den nächsten Tag. Von der Handhabung her verhält es sich natürlich hier wie bei allen anderen Stoneware-Produkten auch. Dadurch, dass wir hier den weißen, reinen Ton haben, ermöglicht es uns durch die dadurch, dass der Ton die Feuchtigkeit des Gargutes nach unten hin wieder abgibt, zirkuliert diese Feuchtigkeit im Backofen und sorgt dafür, dass unsere Gerichte von innen schön feucht bleiben und von außen schön krustig werden. Bei Teigen, bei Pizza und Flammkuchen ist es total toll, weil ihr von unten da wirklich mit dem Finger, ihr könnt es locker in der Hand halten, weil von außen alles schön kross ist. Genauso auch bei leckerem Gemüse und Kartoffeln zum Beispiel schmeckt es absolut super. Die Stoneware ist wie immer kratz- und schnittfest, das bedeutet, ihr könnt hier direkt drauf schneiden, schaben, das ist alles möglich. Die Stoneware darf bei 230 Grad Ober-Unterhitze in den Backofen und genauso auch für den Gefrieren, für die Mikrowelle geeignet. Das ist natürlich bei der runden, großen Stoneware, da braucht man schon eine große Mikrowelle, aber manche haben ja eine Mikrowellenfunktion im Backofen. Und außerdem zur Spülung ist es genauso, nur mit warmem Wasser abspülen und falls ihr irgendwelche Reste habt, dann einfach mit diesem Schaber, der bei jedem Stoneware-Produkt, welches ihr euch aussucht, immer mit dabei ist. Bei meinem runden Stein hier bin ich noch am Aufbau von meiner Patina. Das bedeutet, bei so Sachen, die nicht öl- und fetthaltig sind, da pinsel ich den ganz dünn mit ein bisschen hitzebeständigem Sonnenblumenöl ein. Und wenn ihr aber Gerichte habt wie Blätterteig oder wenn ihr Ofengemüse macht und da schon Öl mit drin ist, dann braucht ihr nicht zusätzlich den Stein zu fetten, dann reicht es vollkommen aus. Oder auch sowas wie bei Würstchen und Frikadellen, die haben so viel Eigenfett, da braucht ihr gar kein Fett. Ja, und das Einzige, was ich eigentlich nur noch zu sagen habe, ist, dass man, egal bei welchem Stoneware-Produkt, immer aufpassen sollte, wenn ihr das in den Backofen reingibt, dass die Stoneware genügend Platz hat und nicht an die Wand oder an die Tür vom Backofen drankommt. Bei diesem runden Stein hier, der ist ja relativ groß, in meinen Backofen passt er nicht so gerade rein. Da stelle ich ihn einfach so in den Backofen.
Lieben, also das war's auch schon mit meinem Video. Ich freue mich, dass ich euch mein Lieblingsprodukt hier zeigen konnte. Für denjenigen, für den es auch was ist, ihr könnt mich natürlich gerne anschreiben unter meiner E-Mail-Adresse. Die ist sicher, da braucht ihr keine Angst haben, falls ihr irgendwelche Fragen habt oder falls ihr sagt, oh yeah, die brauche ich auch in meiner Küche. Schreibt mich einfach an und ich helfe euch wie immer gerne weiter. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Produktvideo. Tschüss!